guten Tag, meine Lieben. Hier ist der Gusor und er spielt Clash Royale. Ob er am Verlieren ist oder am Gewinnen, naja. Alter, was? Auf 1390 schon wieder runter? Ich war ja mal bei 1600. Okay. Also, was ich halt wirklich gesehen habe, ist leider. Also, auf dem Handy spielt sich halt irgendwie doch noch fast am besten. Oder eben auf dem Tablet, klar. Mit BlueStacks ist halt wirklich nicht so der Bringer. Mal gucken, können wir was spenden? Nein, können wir nicht. Wir hauen mal direkt raus. Ich will ja mal mindestens hier gleich wieder die 14, also 1400 ist ja jetzt nur nicht der Bringer. Aber die sollen schon sein. Ansonsten macht es halt mega Spaß, klar. Aber wie gesagt, ich glaube, ich fahre damit echt gut. Nicht dauerhaft immer nur Clash Royale zu bringen, sondern auch zu wechseln. Nebenbei habe ich jetzt meine Blitze umgetauscht in den Feuerball. Vorteil dabei natürlich, klar, die Angriffskraft, klar, der wird garantiert hinter diesen Skelett, wie auch immer, schieß mich tot, da wird der garantiert irgendwie eine Valkyrie oder einen Bomber setzen, garantiere ich euch. Leute, das ist sowas von klar. Ich habe ein bisschen zu spät auf jeden Fall rausgehauen, aber egal, jetzt denkt er, ich habe es vergessen, stört auch nicht. So, schnell meine Skelette weg. Yo, die sind wenigstens noch weggegangen. Aber der Tower hat natürlich richtig auf die Fresse bekommen. Aber ich hau jetzt einfach mal das Koboldfass. Auch wenn der das jetzt wegfeilt. Egal. Ich glaube, der ist schon total turmgeil auf jeden Fall. Dem wird da total egal sein. Hauptsache, der knallt hier meinen Turm weg. Jo, und das hat er auch geschafft. Aber seiner ist natürlich auch gleich dran. So ist das ja jetzt mal nicht. Dann nehmen wir hier nämlich mal einen Feuerball. So ein Feuerball, Junge! So ein Feuerball, Junge! Bam! Ich musste mir da noch was notieren. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die hier ein bisschen besser wegkriegen mit der Hexe. Sollten die Luckys eigentlich ein bisschen zu bändigen sein, aber es ist halt einfach mal eine Horde. Eine richtige Horde von kranken Leuten, die meiner Hexe was antun wollen. So, also jetzt ist das aber kein Thema. Ich warte jetzt einfach mal und dann... Ach, am Arsch, Junge. Feuerball, Junge! Und jetzt kann ich einfach schön defenden. Er ist ja auch nur... Nein, das ist nicht dein Ernst. Du willst jetzt... Alter, du willst es echt so... Ey, gehst du echt auf dieses Niveau runter, Junge? Wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er darauf... Also da runter geht, auf dieses Niveau. Aber habe ich mittlerweile echt immer öfter... Immer öfter, dass halt wirklich so diese unterste Schublade sozusagen geöffnet wird und ein kleiner Ekelprinz rausdrückt. Weiß ich nicht, ob man das machen muss, ob man so gewinnen muss. Das ist genauso wie mit den Minenwerferdecks, oder? Ich meine, klar, derjenige, ich sehe den ja nie in real life oder wie auch immer, aber weiß ich nicht. Ist halt nicht so der Burner. Ja, dann gewinnst du damit. Dann, hat für mich aber keine, wie soll ich sagen, ihr wisst, was ich meine. Rein von der Sache her hast du meiner, in meinen Augen verloren. Du hast im Leben verloren. Fertig. Darauf ein Bananenchip von der Koro Drogerie, die auch verlinkt ist. Muss ich mir auch noch aufschreiben hier. Ich probiere es mal wieder mit der Hexe. Okay, gut, das ist jetzt nicht weiter wild. Mal gucken, was er hat, ob er halt wirklich abwehren kann. Na okay, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Bleib bitte da. Ja, bleib da. Ja, oh, tut mir leid. Kaputt. So, jetzt kommt er mit seinem kleinen Bomber. Der ist aber gleich tot. Aber ich meine, ich bin nicht mal an seinen Turm rangekommen. Das ist natürlich schon eher so eine schade Nummer. Nicht so schön.
Jetzt gucken wir mal. Ja, genau. Läuft bei dir. Ja, baut erstmal eine Kanone. Erstmal eine Kanone bauen, Junge. Wie gesagt, von diesen Truppen, sage ich jetzt mal, die man halt eben so baut, diese Dev-Gebäude, halte ich ja, wie gesagt, eh nix. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Ja, die Hexe hält auch nicht mehr viel aus, von daher war es jetzt nicht unbedingt clever, da noch gleich eine Musketierin hinzupacken, aber gut. So, komm, genau. Super. Und er blitzt garantiert wieder. Macht den Zap drauf. Zack. Grundsätzlich natürlich gut gekontert, auf jeden Fall. Also da hat er jetzt schon was Gutes gemacht. Aber, yeah, Alter, yeah. Das ging natürlich ganz nett. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Und wir haben natürlich noch eine Lakaienhorde für dich. Junge, geht bei dir. Zack. Rennt alle mit rein. Das ist immer besonders geil, wenn man merkt dann, boah, die rennen alle richtig krass rein. Das macht natürlich Spaß. Es sei denn, sind halt die eigenen Truppen. Oh, hast du Non-Zap am Start? Na komm, hier, Junge. Nimm, gönn dir. Gönn dir. Ah ja. Gucken wir mal. Sollte aber noch nicht knapp werden eigentlich. Sollte. Nee, nicht knapp. Nee, genau. Der ist nur kaputt total. Und gleich wieder den Feuerball hinterher. Egal. Ha! Du dachtest, du hättest gewonnen, Junge. Du dachtest es. Es ist natürlich echt die Frage, was macht man? Macht man jetzt wirklich hier nochmal einen richtigen? Doch, glaubt mal, Leute, Jungs und Mädels, jetzt hauen wir hier mal einen richtigen Push raus. Hoffe ich. Komm ruhig erstmal her. Nee, das würde gar nichts bringen hier, wenn die Luckys ankommen, dass ich erstmal schön die Skelette raushole. Na, den sein Sepp, der haut schon richtig, richtig fett rein, auf jeden Fall. Ja, das war nice. Und komm! Ah, der Radius ist halt wirklich zu klein. Klar, das ist natürlich der Vorteil ist natürlich die Stärke, logisch. Aber der Radius ist natürlich bei den Pfeilen definitiv besser. Ja, aber es ist wirklich so, man kann auf BlueStacks kann man nicht spielen. Das ist Kacke. Das läuft nicht. Also ich kann die nächsten Dinger. Man verliert. Es ist halt einfach so. Das ist auf dem Tab besser. Also ich glaube wirklich, ich werde euch da wirklich nur die Wiederholungen zeigen können, weil das wirklich sich nicht spielt. Weil so sitzt im Auto, zack, 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 passt das einwandfrei. Und hier am Rechner läuft das gar nicht. Na, er gönnt sie erstmal. Ja, denkst du, ich habe keine zweite Truppe oder wie? Du denkst jetzt, du machst meinen. Na, du bist ja. Ah, so in den Sack. Aber ich würde es ja nicht anders machen. Klar. Aber guck mal, wenn du jetzt gerade hier dem mal schön die Pfeile gegönnt hast, dann hast du natürlich keine Pfeile, um jetzt diesen schönen Bums hier mal abzuwehren. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Junge. Tut mir einfach total leid, ey. Eigentlich so ein bisschen. Oh, ich würde den gerne nur so ein bisschen anhitten, dass er halt denkt, oh ja, passt ja alles. Dann würde ich gerne mit dem anfangen. Aber da, ja, er macht da jetzt zu viel schon mit. Nee, da muss ich dem jetzt doch eine auf die Perle geben. Na komm, wann kommen deine Truppen? Ah, naja, mit dem Bomber. Komm, gehen wir keinen Risk ein hier, zack. Und dann schauen wir mal, was er mir hier entgegenzusetzen hat. Ich meine, ich habe auch nur noch 200 hier, 160. Da kann ich auch keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Aber ich probiere natürlich trotzdem schön 3-Crown-Sieg. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Vielleicht ist er so siegessicher, dass er hier sagt, gut, okay, komm, ich lasse das hier wirklich laufen. Ich guck mal wirklich, ich lasse jetzt mal die Truppen komplett na, ihr wisst, was ich meine. Komplett aufbauen hier. So, jetzt kommen die 2 Minuten. Zack. Ah, sehr geil, dass ich, ja, dass ich die Minions hatte, die jetzt leider nicht mehr da sind. Okay, Junge. So ein Sack, Alter. Gut, dass ich die Minions hier hatte. Die haben mir da so ein bisschen den Hintern gerettet. Ah, soll ich den Feuerball auf? Nee. Das wäre, glaube ich, ein bisschen too much. Einfach so den Feuerball auf den Kron-Tower rauf. Da hätte ich, glaube ich, zu viel gewollt. Aber ganz ehrlich, der kriegt hier ja jetzt natürlich schon so ein bisschen den Sack. Ah, scheiße. Ich habe was vergessen. Ich vergesse das immer wieder. Dass der, wenn der mir ein. Wenn der mir einen anderen Tower noch wegholt, dass der ja dann auch gewonnen hat. Dass ich dann einfach auf 3 gehe. Aber wie gesagt, glaubt's mir oder nicht, vollkommen egal. Mit dem Blue Stacks ist das zum Scheitern verurteilt. Nächstes Video haue ich auf jeden Fall mit dem Pet raus. Das Pet habe ich nämlich hier. Dass wir wirklich da nochmal einen Gegenzug machen können, dass wir wirklich sehen, läuft's oder läuft's nicht. Und darauf könnt ihr mich festnageln. Also ich mache mit dem Pet, würde ich jetzt sagen, mache ich einfach durch auf 1400. Ist jetzt auch nicht die Masse, aber dass man das mal sieht, dass man nicht nur am Losen. Das war's von mir, von meiner Loser-Strecke hier. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.